Hallo Leute und herzlich willkommen zu der Super Mario Maker 2 Endless Mode Herausforderung auf leicht. Es geht sich darum, 16 Level so schnell wie möglich abzuschließen. Der Rekord liegt bei ca. 10 Minuten irgendwas und ich fange jetzt an. Das war echt nice, weil der gerade nicht angefangen hat zu zählen. Nochmal. Nochmal. Also nochmal. 3, 2, Moment, erstmal das Programm drauf. 3, 2, 1. Sache ist, jetzt muss halt eigentlich alles so schnell gehen, wie es geht. 16 Level, ein voller Bildschirm. Innerhalb von 10 Minuten. Das rechts kann ein bisschen stören, ich weiß. Ich hoffe mal, das stört nicht zu extrem. Na super, jetzt kriege ich direkt schon einen Bosskampf, direkt als allererstes Level. Das nennt man Zeitschinden extrem. So in 10 Minuten könnte halt echt schwer werden. Es sei denn, ich krieg irgendein richtig easy Level. Sowas wie das. Und jetzt nur die ganze Zeit bitte. Und keine 30 Bosskämpfe. Kriege ich jetzt noch einen Boss-Rush, dann ist endgültig Ende. Dann kann ich es vergessen. Ich glaube, ich kann es jetzt sogar schon quasi vergessen. Obwohl, wir sind gerade mal bei 2 Minuten bei Level 3. Und natürlich ein Stroll. Och, come on. Die Sache ist, natürlich muss es auch noch ein Scrolling-Level sein. Ich darf auch nicht einmal Glück haben. Na gut, Skips sind erlaubt. Skips waren erlaubt, es zieht halt nur sehr viel Zeit. Super Bowl Minigame. Oh nein! Spiel! Das Setup ist cool. Easy. Komm mal und weiter, weiter, weiter. Thanks, das war's. Bitte sag, dass das war. Auf der rechten Seite seht ihr halt jetzt echt nicht viel. Ich muss da gucken, wie ich das mache. Aber ansonsten... Wenn jetzt alles gut läuft, könnte ich in 15 bis 20 Minuten das hinkriegen. Aber in 10 Minuten, das könnte echt uff werden.
Ich check den Sinn von dem Level nicht. Thank you for sitting there. Okay. I don't get it. The Little Woods. Das heißt einfach ganz schön durchrennen, vermute ich. Natürlich lande ich jetzt noch im Wasser. Aber vom Prinzip her, mir tut es jetzt schon echt leid, dass ich den Leuten keine Sterne gebe. Weil das Level war jetzt sogar mit eins der besten, finde ich. Die anderen waren eher so, meh. Okay, das mit dem Superball war auch nice gemacht, aber da macht man halt nicht viel, man drückt einfach nur einen Knopf. Ach, oh, tut die Spieler richtig abfacken. Das ist sogar noch einer, der die neuen Funktionen genutzt hat. Ernsthaft? Das ist sogar noch ein neues Level. Ganz im Ernst, ich finde, es sollte irgendwie eine Funktion geben, womit man Level... Ich habe sogar Rekord, lol. Es sollte eine Funktion geben, womit man Level irgendwie zum Löschen einreichen kann. Weil das Level... Es ist kein Level, du hältst einfach nur nach unten gedrückt und wir werden alle... Hallo YouTube! Ja, YouTube. Wir werden einfach alle Items ins Gesicht gespammt. Es hätte schneller werden können. Der hat es innerhalb von einer Sekunde geschafft gehabt. Very easy for new people. Okay. Ich will mal wissen, was andere für ein Glück gehabt haben. Weil wenn ich jetzt schon so ein Glück habe mit Very Easy Level. Das müsste echt krank sein. Oh, wenn ich mal merken darf, ich bin bei der Normal-Endlos-Herausforderung. Bei Level 400. Das macht mir auch keinen Spaß mehr. Weil das irgendwie nur noch Bullshit-Level sind. Wie das hier zum Beispiel. Die besten Level findet man halt bei schwer. Aber bei schwer verkackt man halt verdammt schnell und verliert all seine Leben. Also Schocki, falls du das hier siehst. Bitte sei stolz auf mich, dass ich auch mal diese Herausforderung gemacht habe. Die Sache ist ja bei der Endos-Herausforderung mit dem Speedrun, keiner hat dieselben Level. Es sind immer random Level. Es kann sein, dass irgendeiner mal ein langes Level bekommt oder ein Boss-Rush. So wie ich ganz am Anfang einfach ein Boss-Level. Es sind keine fairen Voraussetzungen. Ernsthaft? Junge!
Selbst mit Hilfe des Gumbas komme ich da nicht hoch. Och Mann. Sehe ich jetzt schon Siege aller Heimerbrüder. Das war einfacher als geplant. Ja, Tech-Bosskampf. Stell euch mal vor, Nintendo würde so eine Welt machen. Oder einfach so ein Level. Kommst in das rein und einfach instant ein Bosskampf. Kein Vorgeplänkel, kein gar nichts. Toll für die Speedrun-Challenge, aber mehr auch nicht. Ja klar, am Arsch. Warum kann man eigentlich nur maximal, ich glaube, 2 Bumbums in ein Level packen, aber irgendwie 30.000 Cooperlinge? Das ist dann immer nur derselbe. Haben sie einfach das Limit erhöht für Cooperlinge, haben darauf aber nicht geachtet, dass man dann einfach 5-mal denselben reinpacken kann. White Wet. Das ist irgendwie. Ja. Es ist ein Unterwasserlevel. Ich hasse Unterwasserlevel. Oh, das ging schnell. Ganz im Ernst, ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Levelglück. Und ich könnte wirklich unter den 10 Minuten auf die Top-Plätze kommen. Multiplayer versus. Okay, und wie sieht es mit Einzelspieler aus? Kann der Typ sich bitte löschen? Oh nein! So, jetzt im nächsten Level einfach nur ganz, ganz schnell ins Ziel rennen und Ende drücken. Aber die ganze Zeit Button Smashing. New Super Mario Bros. Das sollte jetzt eigentlich easy durch. Wie war das? Ich habe nichts gesagt. I'm sorry. Ballade, Dance, Leo, Lau, keine Ahnung. Ich hasse den Levelerbauer jetzt schon. Da sind wir genau bei 14 Minuten und 12 Sekunden.
Ich hoffe mal, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht oder so. Aber ich hoffe mal, es war richtig. Wir haben genau 16 Level abgeschossen. Innerhalb von 14 Minuten. Hätte ich am Anfang nicht so, sagen wir mal, bei Level 3 den Fehler gemacht. Welche Level hatten sonst noch viel Zeit gezogen? Die meiste Zeit eigentlich Level 3. Und Level 6 vielleicht? Und Level 12. Uff. Na gut, auf jeden Fall. Falls ihr Bock habt auf mehr sowas, schreibt es gerne in meinen Kommentar oder zeigt dem Video mit dem Daumen hoch. Ich würde sowas auch gerne mal öfters machen, das ist ganz interessant. Also bis dann und tschüss. Achso, und ich werde das Video definitiv einreichen. Mal gucken, welcher Platz ich bin. Schreibe ich in die Kommentare oder schreibe ich in die Videobeschreibung. Bis dann und tschüss.